Hallo, liebe Fische! Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Das ist ja so, du hast eine weibliche Energie und eine männliche. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, weil du beide Energien besitzt in dir, ja? Bitte hör dir auch die anderen Sternzeichen an, dein Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen, weil sie genauso ja, zu dir gehören. Du bist ja nicht nur den Sternzeichen, also den Sonnensternzeichen, sondern du hast auch andere Energien. Ja? Vergleiche das und dann schaust du einfach, was besser zu deiner Situation passen könnte. Okay, liebe Fischelein, ich würde sagen, wir starten mit diesen wunderschönen Liebesbotschaftskarten. Okay, was haben wir hier? Da ist schon was runtergefallen. Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in deinem Leben. Okay, also liebe Fischlein, das ist jetzt nicht für jeden. Ja, nicht jeder ist damit einverstanden, ich weiß es. Das kann jetzt sein, oh mein Gott, ein Ex oder wer ist das, wieso? Das kann ja auch gut sein, dass diese Person einfach mit euch nicht mehr diesen Kontakt hatte. Ja, stell dir mal vor, ihr hattet eine schöne Situation, eine schöne Beziehung und dann auf einmal war aus. Und diese Person präsentiert sich wieder. Kann aber natürlich auch wirklich jemand aus der Vergangenheit sein. Muss ja nicht unbedingt sein, liebe Fischelein, dass du jetzt mit dieser Person zusammenkommen musst. Nur weil sie aus der Vergangenheit kommt oder weil sie sich, wie sagt man das, entschuldigt bei dir. Weil er jetzt das wieder gut machen möchte. Heißt nicht, dass du ihm oder ihr diese Angelegenheit geben solltest, ja? Also ich denke mir hier, es wird auf jeden Fall ein Anruf, eine SMS, irgendwas kommen. Vielleicht ist es schon passiert. Also du erlebst diese Situation im Hier und Jetzt. Du sagst gerade gestern oder die Woche davor hatten wir Kontakt und ich bin auch vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich weiß jetzt nicht momentan, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn verzeihen soll oder ihr. Es kommt immer drauf an, ja? Okay, da brauche ich jetzt eigentlich nichts Großartiges zu sagen, weil das ist wirklich eine Person aus der Vergangenheit. Und ja, da die Karte sagt schon alles, ne, liebe Fischelein? Okay, schauen wir mal mit den Lavendel-Orakelkarten, wie es hier aussieht. Was haben wir hier? Kristallball. Okay, siehst du, passt ja eigentlich sehr gut. Du solltest hier an deine Zukunft denken, aber in deine Zukunft solltest du jetzt wirklich alle Dinge zusammennehmen, die du jetzt quasi in deine Zukunft haben willst. Das bedeutet Menschen, Situationen, die du jetzt nicht mehr brauchst. Wir haben ja diese Portaltage, Entschuldigung, liebe Fische, die quasi von Freitag, ja, bis zum 24. März sind diese Portaltage. Und das sind Portaltage, in denen wir gewisse Dinge loslassen, ja, uns befreien von Abgrenzungen, ja, Situationen, die nicht mehr zu uns gehören. Und hier sehe ich, dass du einfach diese ganze Situationen loslassen sollst, dich befreien von Dingen, die dir Angst machen in die Zukunft. Dass du jetzt sagst, guck mal, wenn diese Person kommt, wird es nochmal so sein mit dieser Person. Oder du bist hier eine Mama, ein Papa, du machst dir Sorgen um dein Kind, um deine Tochter, um deinen Sohn, dass du sagst, ich möchte nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn die Zukunft mit dieser Person verbringt. Das macht mir Angst. Also es ist wirklich wichtig, dass du jetzt die Dinge auswählst, weil nur du hast diese Macht, liebe Fischlein, und kein anderer. Wenn jetzt du hier sagst, guck mal, schön, dass diese Person sich entschuldigt hat, erkennt seine Fehler, das ist okay. Aber wenn du denkst, dass diese Person nichts in deinem Leben zu suchen hat, dann lass es. Dann zwinge dich nicht, liebe Fischlein. Du solltest dich wirklich nicht zwingen, weil diese Person hat wahrscheinlich in deinem jetzigen Leben, in deiner jetzigen Frequenz, wie du vibrierst, nichts zu suchen, ja? Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir eigentlich das machen, nachdem unser Herz sich sehnt und nicht nach dem, was das Kopf sich sehnt, weil das Kopf versucht immer irgendwie alles zu entschuldigen.
Habt ihr das auch gemerkt, dass wenn du sagst, oh mein Gott, diese Person, körperlich, also mein Herz, irgendwie meine Intuition, ich vertraue dieser Person nicht. Und dann fängt an, das Kopf dir zu sagen, nö, das ist von dir übertrieben. Du solltest das nicht tun. Das ist wie wenn er dich sabotieren würde. Ja, also hör auf deine Herzstimme. Das kann ja auch andersrum sein, dass dein Herz sagt, ja, ich möchte mit dieser Person eine Zukunft. Aber mein Kopf sagt nein. Was will dein Herz? Ja, nur Herzensentscheidungen sind wichtig, keine andere, liebe Fischle. Wenn du jetzt mit dieser Person eine Zukunft haben kannst, ohne Ängste, ohne Einschränkungen, dann ist es die richtige Person. Dann hast du wirklich nichts verloren. Wenn du aber mit dieser Person etwas verlierst, was nicht mehr mit dir vibriert, dass du Zeit verschwendest, dann muss man hier eigentlich nur Nein sagen. Ich sag mal so, das magische Wort. Ja, man sagt ja, ist ja danke, aber das andere ist ja oder nein. Also viele Menschen sagen immer ja. Und wir haben ja auch noch Venus in Fische. Das ist ja fabelhaft auch noch für dich, aber unter einer Bedingung. Ganz viele sagen ja, wunderschön, romantische Gefühle im siebten Himmel. Aber sehen wir uns auch die andere Seite an. Was machen die Fische? Die Fische bringen auch diese Illusion. Mit wem bin ich zusammen? Bin ich mit einer Person zusammen, die wirklich mit mir zusammen sein will? Oder denke ich das? Ist das nur Teil von meiner Illusion, dass ich in dieser Welt lebe? Und diese Person stellt sich gar nicht in Zukunft mit mir vor, sondern möchte hier einfach zurückkehren oder stellt sich was ganz anderes vor. Weißt du, wenn du jemand bist, der wirklich sehr gutmütig ist, weil die Fischelein in seiner höchsten Vibration teilen alles. Es sind Menschen, die wirklich alles teilen. Also wenn sie etwas haben, du kriegst was davon, weil ich bin ein sehr guter Mensch. Natürlich, das ist die höchste Vibration, die man hat, ja, und es ist die letzte, was ja Jesus Christus auch gemacht hat, ja, ich Christico, das ist das Christus und das ist quasi diese Energie von den Fischen, ja, deswegen sieht man ja auch überall den Fisch gemalt, ja, das ist immer die Symbolik dafür und die Fische an sich sind Menschen, die wirklich eine Gutmütigkeit haben, aber über eine Grenze, also das ist wirklich grenzenlos, was sie da machen, aber aufpassen, ja, liebe Fischelein, ist das wirklich das, was du jetzt gerade erlebst? Gibt dir diese Person dieses Gefühl, die einzigartige, die einzigste, der einzigste Mann zu sein? Das kommt immer drauf an, ja? Okay, so schauen wir uns jetzt die weibliche Energie an. Du kannst ja auch Mann sein. Das ist klar, das sage ich jedes Mal. Hier können auch Männer drin stecken, nicht nur Frauen. Ihr setzt das einfach um. Wow. Wir haben hier die Sonne. Die Sonne, du strahlst hier. Deine Ausstrahlung ist so stark, liebe Fischelein. Kein Wunder, dass du jetzt hier auch die Personen anziehst. Ja, wenn man so ein Licht hat, zieht man jede Menge Personen an. Ja, das ist wie wenn du erkennst, was du wirklich willst. Du erkennst dich selbst. Du erkennst deine Freude. Hier sind keine Blockaden. Also ich würde sagen, bei der weiblichen Energie, es ist eine total Erneuerung der Energie. Man strahlt. Man hat vielleicht doch jemand kennengelernt. Weißt du, das ist ja oft so, wir tun neue Menschen kennenlernen, doch die Alten kommen zurück oder entschuldigen sich bei uns. Du kannst ja diese Entschuldigung annehmen. Ja, stell dir jetzt mal vor, es kommt wirklich jemand zurück oder er ist schon zurück oder sie ist schon zurück und du sagst, okay, ich bedanke mich bei dir, dass du deine Schulden erkannt hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Natürlicherweise haben wir beide Fehler gemacht, weil du hast bestimmt auch deine Part gespielt. In einer Beziehung ist man nicht nur alleine, aber du erkennst hier deine Priorität und das bist du selbst. Die Sonne repräsentiert in den großen Arkanen uns selbst. Die Erneuerung, das sind schon weiteren Energien. Ja, wir sind ja bei der Nummer 19. Ja, das sind wirklich die letzten Steps. Das sind wichtige Steps. Ja, und das ist nicht einfach, das wirklich so hinzubekommen, dass man diese Freude hat vom Herzen. Also ich sage hier sind Herzensentscheidungen sehr wichtig, liebe Fischlein, die nur dir was Gutes tun und nicht den anderen. Das ist klar, du willst den anderen auch etwas Gutes machen, aber zuerst stellst du immer dich an der ersten Stelle, das sage ich zu jedem Sternzeichen, weil wir immer gewohnt sind, ich sag mal so, viele haben diese Prägung, dass sie immer den anderen
an der Vorderstelle. Und da gibt es auch noch diese Menschen, die sehr egoistisch sind. Ich sag mal so, das gibt es auch viele. Aber die hören sich gar nicht diese Legungen an. Also ich bin mir bewusst, dass Menschen, die egoistisch sind, gar nicht hier sind. Nein, weil sie gar nicht diese Worte spüren. Diese Legung hier ist nichts für denen. Nein, ja. Sie wissen ja, Priorität, ich bin die Priorität, fertig, kein anderer Mensch. Aber in Wirklichkeit hier würde ich sagen, du hast die anderen eine Priorität gegeben. Es ist aber die Zeit, dass du dir deinem Leben die Priorität gibst, dein Liebesleben, was es auch immer ist, emotional, weil du hier wirklich in dieser höchsten Vibration bist und du hast eine wunderschöne Ausstrahlung. Deine Ausstrahlung zieht viele Menschen an, ja? Wer weiß, ne? Wer weiß, wenn du gerade angezogen hast. Mal schauen, was die Liebessituationkarten uns sagen. Heute bin ich ohne Kaffee. Heute habe ich wirklich keine Lust auf Kaffee. Ich weiß nicht wieso. Ich bin aufgewacht. Nee, keine Lust. Was haben wir hier? Surprise, Transformationen. Auf einmal haben wir hier Nachrichten, die uns schockieren. Auf einmal haben wir Dinge, die sich ändern. Das muss jetzt nicht immer negativ sein. Ich sage nicht negativ, nicht positiv, aber ich würde hier sagen, dass diese Situationen, ja, die kommen, sie überraschen uns. Nicht jeder ist damit, wie sagt man das, wir sind nicht, ein Wort, dass ich das richtig sage, in Konfidenz. Also wir wissen nicht, ne, was auf uns zukommt. Das ist ja klar, wir können ja nicht immer alle vorhersehen, ja? Und das Schöne ist auch daran im Leben, auch mal diese Überraschungen anzunehmen. Egal, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Natürlich die negative Überraschungen, die sind weniger schön, die machen uns traurig, aber die gehören auch zum Leben. Sonst wachsen wir nicht, ja? Und ich denke, hier wirst du etwas erfahren oder du hast schon etwas erfahren, was dich ein bisschen vielleicht durcheinander gebracht hat, wie ich ja schon gesagt habe. Wenn du nicht mit dieser Person gerechnet hast, die sich seit Jahren oder auf einmal hat sie Schluss gemacht, ohne einen Grund zu geben, ja, von heute auf morgen. Auf einmal steht er vor deiner Tür oder schreibt dir eine SMS. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die sowas machen? Und wenn wir das auch so sehen, du bist ja noch das Geburtstagskind, ne? Liebe Fischelein, ja, für diejenigen, die jetzt noch Geburtstag haben, alles Gute am Ende, also es geht ja auch noch bis Ende und dann kommen wir zum nächsten Sternzeichen, das wissen wir ganz genau, aber es könnte ja auch gut sein, diese Person hat dir einen Geburtstagsgruß geschrieben oder irgendwie eine SMS, ja, und du hast wirklich mit ihm oder mit ihr nicht gerechnet. Das ist die letzte Person auf dieser Erde, mit der du gerechnet hast, ja? Wow, Wahnsinn. Und hier auch sehr wichtig, hier sind alle Transformationen da, die du brauchst. Das ist ja klar, mit so einer Energie kannst du hier alles nur transformieren. Was haben wir hier? Also hier kann man wirklich sehr viel reparieren. Für diejenigen, die jetzt hier sagen, Katja, ich gebe uns eine Chance. Hier besteht die Chance, dass ihr wirklich diese Beziehung repariert, diese Ehe. Es kann ja auch hier eine Ehe sein, die kaputt gegangen ist. Oder man hat gedacht, dass es hier kaputt ist, aber in Wirklichkeit besteht noch eine Chance. Die andere Richtung ist, dass ihr euer Leben repariert, dass ihr sagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe genug mitgemacht mit dir. Ich habe genug gelitten. Ich muss jetzt mein Leben im Griff bekommen, nicht unser Leben zusammen, sondern nur meins. Ich will jetzt meine Struktur, ich will jetzt arbeiten, ich will jetzt etwas tun. Weißt du, beruflich bist du hier auch sehr viel unterwegs. Beruflich spielt auch hier eine große Rolle. Leute, wir leben nicht nur von Liebe. Das sollte einem klar sein, weil ganz viele Menschen beschweren sich immer. Ich weiß, das ist wichtig für mich auch. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, die Liebe. Aber ja, weil wenn die Liebe, wenn du nicht den Menschen hast, neben dir, in deiner Nähe, der wirklich dich liebt, der wirklich dir diese Aufmerksamkeit schenkt, der wirklich genau das will, so wie du. Das ist schwer. Aber es gibt auch andere Situationen, in denen wir uns beweisen sollten. Nicht alle sind hierher gekommen, um die Liebe als Priorität zu haben. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich sage. Jeder von uns hat eine andere Inkarnation, eine andere Aufgabe. Und bei viele Menschen ist es was ganz anderes. Freundschaft, andere zu helfen, beruflich, Anerkennung. Das dreht sich nicht immer um die Liebe, ja? Was haben wir hier? Sehr schön, sehr schön. Also guck mal, ich denke,
liebe Fischelein, falls du jetzt wirklich jemand kennengelernt hast, kannst du wirklich hier im siebten Himmel sein. Du brauchst dich jetzt hier nicht recht zu schuldigen gegenüber dieser Person, wenn diese Person in deinem Leben eintretet und sieht, wie glücklich du bist und vielleicht läuft es bei ihm oder bei ihr nicht so. Lass dich nicht sabotieren, lass dich nicht überreden, geh deinen Weg. Lass hier wirklich dein Licht erstrahlen. Das ist deine Leidenschaft, kann ja auch beruflich sein. Oder du sagst einfach, ich bin jetzt momentan solo, ich genieße mein Leben, es ist wunderschön. Lass dich aber nicht von anderen überzeugen, dass es falsch ist. Weil du verdienst auch mal ein bisschen Spaß, du verdienst jetzt hier einfach deine Leidenschaft, deine Dinge, die für dich Priorität sind. Wie ich ja gesagt habe, es ist jetzt wirklich wichtig, dass du etwas in die Zukunft bringst von dem, was du hast. Aber nicht die Dinge, die du nicht brauchst. Nicht die Situation, die Person. Manchmal haben wir Personen um uns, die ganz total falsch sind. Die eigentlich nicht zu unser Leben gehören. Ja, haben mit einer alten Situation zu tun. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen befreit sein. Ja, gucken wir jetzt mal hier. Und mit den Liebesmessage, okay, die sind hier gedreht, drehen wir sie um, was die Liebesmessage-Karten uns sagen bezüglich deiner Situation, liebe Fische. Schauen, okay. Hier, guck mal, Aspetto und Messaggio. Also hier sollte jemand schreiben, entweder wartest du hier auf die SMS oder die Person wartet hier auf eine Antwort. Stell dir mal vor, du hast ihn geschrieben. Ja, und du wartest jetzt auf eine Antwort, weil du kannst ja auch die Person sein, die sich bei ihm meldet nach so vielen Jahren, okay? Kann aber auch, wie ich ja schon gesagt habe, andersrum sein. Du hast wo ganz anders neu gestartet, du bist in einer ganz neuen Situation, auf einmal meldet sich diese Person bei dir. Und du wartest hier, dass die Kontrapart antwortet und genauso kann er von dir eine Antwort verlangen, ja? Also hier geht es, sag ich mal so, um die SMS, um die Kommunikation, ja? Liebe Fischlein, habe ich hier, also ich habe hier wirklich das starke Gefühl, dass hier einer nicht aufgibt. Ich weiß nicht wieso, aber mit dieser Versöhnung, mit diesen Karten habe ich das Gefühl, dass jemand hier sich wünscht, dass der Mann oder diese Frau doch die Richtige ist. Du bist das, was ich mir wünsche. Aber die Frage ist, ist diese Person genauso auf deinem Level? Ist diese Person genauso auf deine Vibration? Oder ist es nur eine Vorstellung? Weil ich habe es dir gesagt, Venus in Fische bedeutet natürlich romantische Gefühle, Zweisamkeit. Sich für den anderen Zeit zu nehmen, den anderen zu lieben, zu respektieren. Mit ganz vielen Sternzeichen können wir auch sagen, Valutation. Ja, bin ich mit der richtigen Person zusammen? Gibt mir diese Person wirklich standhaft das, was ich brauche? Weil Venus bedeutet nicht nur Liebe. Das ist eine zwischenmenschliche Beziehung mit den anderen, auch Geld. Venus hat auch mit Geld zu tun. Und es ist wichtig, dass wir uns il valore, die Wertschätzung geben. Gibt dir diese Person die richtige Wertschätzung? Hat er dich verdient? Verstehst du das? Oder hat sie dich verdient? Weil manchmal ist es so, solche Menschen, so eine schöne Ausstrahlung, ja, die verdient nicht jeder, okay? Also, falls du jetzt sagst, Katja, ich wünsche mir so sehr, dass er zurückkommt, wirklich, ne vale la pena, rentiert sich das, auf ihn zu warten oder auf sie zu warten? Ich würde mal so sagen, lass hier die neue Situation rein. Voglio conoscerti meglio. Ich will dich mehr kennenlernen. Ich will mehr von dir wissen, okay? Kann ja gut sein, dass es auch die Person ist aus der Vergangenheit, aber normalerweise kennt man diese Person. Es kann ja auch gut sein, man hat sich verloren, du sagst, ich möchte jetzt die neue Version von ihm oder von ihr kennenlernen. Okay, passt auch. Aber falls du jetzt eine neue Person kennengelernt hast, fokussiere dich auf die neue Bekanntschaft. Ja? Denke nicht an die alte Bekanntschaft. Kann ja auch gut sein, du bist zwischen zwei Menschen. Ja? Eine ist die Vergangenheit und eine ist die neue Person. Aber ihr wisst ja ganz genau, wenn das mit der alten Person nicht geklappt hat, dann ist es halt so, ja? Verschwendet eure Zeit nicht. Kann ja auch gut sein, ihr seid irgendwie in einer Krise gegangen, ja? Und zwischendrin habt ihr andere Menschen kennengelernt. Das kann ja auch die Möglichkeit sein. Schauen wir jetzt mal, was die geheimen Gedanken von der weiblichen Energie sagen. Wie gesagt, das kann auch
Das können auch die geheimen Gedanken sein von ihm. Ja, also die kommen bei dir raus, aber die sind von ihm, für dich, okay? Ti manipolo perché non voglio che ti allontani da me. Sono egoista e possessivo. Also, hier haben wir eine Person, die einen manipuliert. Vorsichtig, liebe Fische, das ist ja das. Also, wenn jemand aus der Vergangenheit kommt und diesen ganzen Schritt gemacht hat und du bist hier verändert, weil wir haben hier eine Energie, die total verändert ist. Eine Energie, die hier wirklich Liebe ausstrahlt, ja, die hier Empathie ausstrahlt. Aber dafür haben wir jemand, der sowas denkt. Ich manipuliere dich, ich bin egoistisch, ich denke nur an mich, aber ich will dich nicht verlieren. Die Frage ist, wer ist das? Ja, also wir brauchen nicht jemanden zu manipulieren, damit er zu uns bleibt. Es ist wichtig, dass die Liebe von alleine kommt, dass sie fließt von alleine. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das lernen. Ja, die Liebe braucht keine Manipulation. Sonst würde es nie eine echte Liebe geben. Sonst würde es nie eine richtige Beziehung geben. Also hier sei vorsichtig, weil es kann gut sein, diese Person hält dich fest und das ist so eine Art Manipulation, weil er dich nicht verlieren will oder sie will dich nicht verlieren. Ja, bitte setz es um. Kann ja auch gut sein im schlimmsten Fall, dass du jetzt sagst, Katja, ich habe ihn oft manipuliert, ja, und habe das eingesehen, dass es ein großer Fehler war, damit ich ihn quasi bei mir behalten kann. Das ist ja menschlich. Wir können alle Fehler machen, ja, liebe Fischerlein. Wir verzeihen uns. Wir sollten uns selber die Fehler auch verzeihen. Okay, schauen wir jetzt mal mit den Tarotkarten, was sie uns hier erzählen. Es geht um eine Situation, in dem jemand hier total, wie sagt man das, eine Befreiung hat. Eine totale Befreiung von einer Situation also familiärisch, kann hier aber auch karrieremäßig sein. Dass hier die Karriere auch nicht richtig läuft, wie man das sich vorstellt. Das ist hier alles im Vrindum, es ist alles kaputt gegangen. Nichts mehr hält. Nichts mehr hält, weil es einfach Zeit ist für Veränderung. Ja, also ich denke hier Situationen, Beziehungen, ja, Ehen, auch Ehen, ja, wenn man jetzt sagt, ich bin verheiratet, aber ich sehe einfach ich sehe keinen anderen Ausweg, dass es hier einfach kaputt geht, dass hier alles zerschmettert, ja. Es geht hier um jemand, der gerade auch Abstand genommen hat. Und wer weiß, vielleicht hat diese Person auch Abstand genommen, hat verstanden, was er durchmacht, hat sich einen klaren Kopf gemacht und könnte eventuell jetzt hier wieder auf seine Schritte kommen. Heißt aber nicht, dass man hier zusammenkommt. Das kann ja auch gut sein, diese Person möchte hier einfach reden. Oder es geht hier um eine familiärische Angelegenheit, um Kinder, um die Situation, Geld, finanziell, wie wollen wir das machen? Das ist wie wenn hier etwas Tragisches auch passiert ist in der Familie, ja, und die Familie gesplittert hat. Es gibt viele Gründe. Manchmal sind es Unfälle, manchmal sind es Todesursachen, ja, das kommt immer drauf an. Hört sich jetzt natürlich sehr hart an, aber diese Harmonie herrscht nicht mehr hier. Diese Denkmustern, also hier ist jemand auch sehr hart, hat so viele, wie kann man das sagen, so viele Prägungen in sich, dass diese Prägungen nicht mehr halten. Dieser Familienglück besteht nicht mehr so, das geht nicht mehr. Also man kann nicht mehr so leben. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man hier zu diesem Entschluss kommt. Wie ich ja gesagt habe, es geht hier um wichtige Herzensentscheidungen. Und nur du selber, liebe Fischlein, mit dieser Person oder auch alleine kannst diese Entscheidung treffen, weil hier kann man nichts mehr retten. Ja? Hier geht das nicht mehr. Dieses Fundament ist gefallen. Also hier natürlich merkt man schon, dass die ins Wasser fallen, weil hier einfach diese obere Stück, es fängt an zu brennen. Es kommt hier etwas, ja, mit dem wir nicht gerechnet haben. So wie hier der Schock, ja.
eine Situation, vielleicht auch eine Nachricht oder jemand bekommt hier etwas mit. Ich würde hier auch sagen, dass jemand sich für eine lange Zeit entfernt hat vor dieser Situation. Oder hier könnte es auch gut sein, hier sind Menschen, die sich verlassen, also quasi eine Scheidung eingerichtet haben oder getrennt waren, ja, und auf einmal hier wieder der Kontakt auch herrschen könnte. Aber es muss ja nicht sein, dass man hier zusammenkommt. Versteht ihr? Vielleicht gibt es Dinge, die man klären sollte zusammen, ja? Okay, schauen wir jetzt mal die männliche Energie. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Männliche Energie. Wir haben hier sehr viel Hoffnung. Sehr viel Hoffnung. Arcano Stella. Wir haben hier den Stern. Du darfst hier niemals aufgeben. Die Hoffnung, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich ist es klar, dass hier die männliche Energie diese große Hoffnung hat. Passt ja auch perfekt zu dieser Versöhnung. Kann aber auch gerade andersrum sein, dass du hier diese Beziehung nicht aufgibst, diese Liebe, diese Ehe. Also hier gibt jemand nicht auf. Ja, hat eine starke Hoffnung, einen starken Willen, dass diese Situation funktionieren kann. Also energetisch seid ihr eigentlich beide in einem guten Level. Also ihr seid hier in Augenhöhe, würde ich sagen. Wenn ich jetzt die Karten mir so anschaue, gibt es jetzt hier vielleicht nicht einer, der besser ist als den anderen. Aber bevor ich hier weiterrede, schaue ich mal die anderen Karten mir an, ja? Also wie gesagt, hier ist jemand, der nicht aufgibt, der sehr hoffnungsvoll ist. Kann ja gut sein, dass dein Gegenüberliegender hier verstanden hat, ja, oder einfach sagt, nee, ich gebe unsere Liebe nicht auf. Ich möchte das nicht. Mal schauen, was hier für eine Situation ist. Leute, hier haben wir wirklich eine wunderschöne Energie. Eine Person, die hier wirklich strahlt. Also gleich. Hier sind zwei gleiche Energien. Ja, Leute, also ich sehe hier etwas Schönes. Ich sehe hier etwas Wunderschönes. Bei der männlichen Energie wird das hier bestätigt. Hast du eine neue Person kennengelernt? Ist es immer noch dieselbe? Ist es jemand aus der Vergangenheit und diese Person hat niemals dich aufgegeben? Weil hier besteht die Möglichkeit, dass man zusammenredet, dass man sich anruft, dass man vielleicht hier auch im Internet sich kennengelernt hat und dass diese Liebe nur wachsen kann. Diese Person hat wirklich sehr viel Liebe, kann sehr viel hergeben. Das ist nicht irgendeine Person, das ist der Mann oder die Frau, den du dir nur wünschen kannst. Also liebe Fischlein, du hast wirklich hier eine schöne Kontrapart. Deswegen sage ich ja, laute Energie passt das schon. Ich denke, das kann gut sein, du kommst von einer Krise, du kommst von einer anderen Situation. Vielleicht ist es ja auch so Dinge, die familiärisch passiert sind, in denen du sagst, Familie, Mutter, Vater, vielleicht eine Krankheit, irgendetwas, was du nicht gerechnet hast. Du kommst von einer schlimmen Situation heraus. Das kann ja auch gut möglich sein, dass es Situationen gibt, in denen du einfach das erlebt hast, aber dein Leben geht langsam, langsam bergauf. Das löst sich langsam, ja. Und auch wenn solche Probleme bestehen, immer noch, ja, zusammen kann man wirklich vieles machen. Also mit so einer Energie neben dir, ich weiß ja gar nicht, was, ja, Leute, hier, wow, fantastisch, die männliche Energie, toi, toi, Kompliment. Also ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Das ist alles gelernt. Das ist alles Lernen, was man hier tut. Wieso kommen Menschen in unser Leben zum Lernen? Falsche Menschen, richtige Menschen, Menschen, die neue Phasen beginnen. Und hier denke ich, du bist hier in eine neue Phase. Ihr mutiert hier. Also das hört sich manchmal wirklich komisch an. Aber man mutiert hier, man transformiert sich. Kennt ihr das? Wenn die Personen in der gleichen Vibration sind. Aber es gibt verschiedene Meinungen, Blödsinn, Blödsinn. Manchmal streitet man für Blödsinn, ja. Das sind gar keine echten Streitigkeiten. Man streitet sich, das habe ich auch letztens gesagt, ich weiß nicht, ob es bei Wassermann war. Ja, bei Wassermann. Wegen Kommunikation, wenn der andere nicht den anderen versteht. Wir wollen dasselbe sagen, aber jemand redet falsch. Was bedeutet falsch? Er redet das in einer Art, in dem der andere das nicht versteht. Okay? Also ich denke, hier kannst du nur lernen von dieser Liebesbeziehung. Hier hast du gelernt und du bist groß geworden. Du, also auch wenn du jetzt.
So, liebe Fischelein, kurze Unterbrechung, Speicherkarte überfüllt. Ich fasse hier ganz kurz zusammen. Du kannst ja auch lernen, wenn du 50 oder 60 bist. Also du hörst niemals auf zu lernen. Ja, das ist ja das Schönste daran, ja, dass wir immer lernen, dass es hier auch eine Schule ist und nicht jeder versteht das, ja, oder nicht jeder möchte das verstehen. Ja, das ist ja klar. Das sind zwei Paar Schuhen. Jemand weiß davon, jemand hört zu, jemand sagt, okay, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Und dann gibt es die anderen, die sich wegdrehen, die die Schultern zeigen und sagen, nee, danke, ich möchte nicht lernen. Aber im Endeffekt lernen wir sowieso. Es gibt dann Inkarnationen, in denen diese Menschen auch dann aktiviert sind. Ja? Also denke nicht, dass sie ein Leben lang so weitermachen in jeder Inkarnation, sondern es wird dann schon aktiviert. Ja? Sie bekommen seinen Höhepunkt. Okay, schauen wir jetzt mal mit den Message-Karten. Nimm es mir hier auf. Ja, ich habe gar nicht geschaut, liebe Fischlein. Das ist auch meine Schuld. Ich weiß es, ich schaue nie. Ich bin jemand, der sehr vertieft ist. Ich will wirklich nicht schauen, weil ich mich dann irgendwie ablenke. Ne? Wenn ich jetzt da ganz kurz gucke, okay, dann bin ich schon weg. Okay. Also, ich denke, hier ist wirklich jemand, den du kennengelernt hast. Also entweder frisch oder ihr seid hier tatsächlich nicht mehr zusammen gewesen. Und auf einmal kommt diese Person auf dich zu, weil diese Person hat hier sexuelle Fantasien über dich. Also fantasiert hier über euch zwei. Und diese Person sagt, du bist die einzigste Frau oder der einzigste Mann, der mich wirklich zu 100%, also du kannst nie einen Mensch 100%ig kennen, aber hier kann das sein, dass du zu 80% ihn oder sie kennst. Okay, du hast wirklich verstanden, wer ich bin. Und hier sagt auch diese Person, mi sono pentito, ich habe es bereut. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was er bereut hat. Hat er bereut, was er gemacht hat? Wie er dich behandelt hat? Hat er bereut, dass er einen Fehler gemacht hat? Vielleicht ist er fremdgegangen oder du selbst, du hast ihm etwas angetan und du bereust das gegen ihn so gewesen zu sein. Ja, manchmal ist es so, wir werden sabotiert von anderen. Wir hören immer auf anderen. Das ist wirklich, das machen ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen lassen sich von anderen reinreden. Hört auf eure innere Stimme. Das ist mir auch früher passiert, dass ich jedes Mal auf die Familie gehört habe. Leute, die Familie will was Gutes. Aber das ist so. Man kann nicht immer an die Familie, also an die Familie hören, ja? Zum Beispiel, wenn die Mutter, egal, Oma, Tante, Onkel, Schwester etwas sagt. Deine Meinung zählt. Deine Meinung ist wichtiger. Du bist wichtiger. Was willst du? Was will dein Herz? Ja? Und wie gesagt, also ich denke hier, irgendwo hier ist auch eine alte Person. Kann ja gut sein, du hast schon eine neue. Du telefonierst mit dieser Person. Du hast ihn im Chat kennengelernt. Du chattest mit ihm. Du machst mit ihm so FaceTime. Ihr seht euch, aber ihr habt euch noch nicht im richtigen Leben gesehen. Ja, das ist noch nicht passiert. Aber trotzdem gibt es hier auch irgendwo eine andere Energie. Oder ist es dieselbe? Kann ja auch möglich sein, okay? Also nur du weißt es, liebe Fischerin, was du jetzt gerade erlebst. Schauen wir jetzt mal die geheimen Gedanken von der männlichen Energie. Ich bin in dich verliebt, volle Mende. Ich liebe dich über alles. Leute, ich muss mal das Wort dann übersetzen. Also ich liebe dich. Ich liebe dich unglaublich. Meine Liebe gegenüber dir ist unglaublich. Das ist nicht beschreibbar. Also hier ist jemand total verliebt in dich. Ich kann dir jetzt nicht sagen, bist du das? Ist es die Kontrapart? Ist hier eine dritte Person, die hier verliebt ist? Also wirklich, ich werde das Wort dann übersetzen mit Google und dann mal schauen, was hier rauskommt. Ne? Weil ich denke, entweder werde ich hier Herzensentscheidung den Titel nennen oder auch ich bin hier wirklich Bazzament, auch verrückt. Ich bin verrückt nach dir, aber das ist Liebe, Leute, das ist Liebe. Bei der männlichen Energie kommt ja Liebe raus. Kann ja auch gut sein, du als Frau, du bist total in diesen Mann verliebt. Gib's nicht auf, gibst eure Liebe nicht auf. Ja? Es gibt viele Frauen, die kämpfen. Meistens, ich sag mal so, es gibt nicht Männer, kämpfen weniger wie Frauen. Nur halt, wir Frauen sind anders. Ja? Also hier die geheime Gedanke, ich liebe dich über alles. Ja? Also ich muss es wirklich übersetzen. Voller Mende. Ja? Verrückt, also ich würde hier auch sagen, so verrückt. Ja? So verrückte, verrückte Liebe. So richtig tief, eine tiefe Liebe. Ja? Mal schauen, was die Tarotkarten uns hier erzählen.
Also, guck mal, Zehn der Schwerte, Zehn der Schwerte. Diese Person hat es nicht einfach, ja? Ihr habt wahrscheinlich eine Krise hinter euch oder ihr habt hier Dinge erlebt. Kann gut sein, pärchenmäßig, kann aber auch gut sein, dass diese Person eine schwere Zeit gehabt hat. Und das kann beruflich sein, dass er jetzt hier diese Schwierigkeiten hatte, kann aber auch gut sein allgemein im Leben, ja? Familiärisch, wie ich ja schon gesagt habe, auch hier. Aber ich sehe, dass diese Person entschlossen ist, hier etwas zu tun, auf dich zuzutreffen. Er ist ja, also ich denke, hier könnte ein junger Kerl sein, also eine neue Person. Hier könnte aber auch eine Tochter, ein Sohn sein. Also man ist sich hier sicher, was man will. Man ist sich hier entschlossen, ich möchte jetzt das machen. Ich möchte jetzt hier L'Avventura, Abenteuer. Ich bin abenteuerfreudig, ja. Hier kommt ein Angebot. Natürlicherweise kann das auch gut sein, die männliche Energie könnte hier ein Angebot bekommen, ja, das beruflich sein könnte, wo er sich gegenüber dich quasi, weißt du, wenn man sagt, man hat eine Distanzierung, ja, und man freut sich, wenn man vielleicht eine Stelle bekommt, indem man sich nähert, ja. Zum Beispiel, du wohnst jetzt 300 Kilometer entfernt von ihm und er findet da eine Stelle, die näher zu dir ist. Sowas in der Art. Es ist wie wenn hier una oportunità, eine Angelegenheit angeboten wird. Ja, diese Person, das ist ja klar, wir haben hier den Page der Stäbe. Der ist noch kein Meister von Feuer, von diesem Stab. Er kann noch nicht richtig zaubern, sagen wir mal so, weil das ist ein Zauberstab, sondern er fängt an gerade. Das ist, ich sag ja, hier könnten junge Menschen sein. Hier könnte auch ein Altersunterschied sein, ja? Er ist viel jünger als du. Oder andersrum. Oder du sagst ja, Katja, es geht hier um meine Kinder. Natürlich kann das ja auch gut sein, dass hier die Kinder Priorität haben. Dass es hier, sagen wir mal, du sagst, Katja, ich mache mir so viele Sorgen. Wie wird das sein? Wird er das schaffen? Wird er die Krise überstehen, ja? Also hier wirklich, ich würde mal so sagen, liebe Fischelein, hier geht es vorwärts, ja. Ich würde sagen, hier kann man tatsächlich sagen, das ist der Grund, ja, wieso ich zurückkomme. Der Grund, weil ich zurückkomme, ist meine wahre Liebe, ja. Der Grund ist nur das. Das gibt es keine andere Gründe, ne, wenn jemand zurückkommt. Ich habe gemerkt, dass ich Fehler gemacht habe. Ich habe gemerkt, dass du die Richtige oder der Richtige bist, ja. Das ist der Grund, wieso jemand zurückkommt. Wieso soll er denn zurückkommen, ja. Also ich sehe hier keine anderen Karten, dass hier vielleicht eine falsche Person ist. Natürlich, guck mal, hier schon. Hier würde ich jetzt aufpassen bei der weiblichen Energie. Aber ich kann dir auch sagen, das könnte gut sein, dass hier mehrere Personen beteiligt sind. Oder dass es am Anfang war. Deswegen ist die Beziehung kaputt gegangen. Und er bereut das. Er hat das verstanden, was er für einen Fehler gemacht hat. Oder du als Frau. Du sagst, ich habe verstanden, dass ich diesen Mann eingängt. Also wir Frauen können manchmal wirklich auch tragisch sein, ja. Das gebe ich auch zu. Ich sage das oft, wir Frauen sind anders wie Männer. Also wir müssen da wirklich aufpassen, weil manchmal fühlen sich da die Männer wirklich unterdrückt von uns Frauen, ja. Geht auch anders, gibt auch Männer, die so sind, ja. Aber wichtig ist, dass hier die Harmonie zurückkehrt, ob das jetzt eine neue Person ist und L'Avventura, eine Angelegenheit, eine Reise, eine Situation, die hier auf dich zukommt. Das hat hier auch beruflich zu tun, natürlich. Also ich rede hier auch über das berufliche Aspekt bei der männlichen Seite, ja. Natürlich bei der weiblichen könnte man das auch sagen, aber hier haben sich viele Dinge geändert. Hier, wirklich hier ist eine Nachricht gekommen, hier sind Dinge passiert, ja, Transformationen und dadurch, das ist ja klar, wenn man sich ändert, wenn man in eine andere Frequenz kommt, kann man wieder zueinander finden. Zu einer alten Person oder auch zu einer neuen Person, die genauso wie du vibriert. Also ich sehe hier bei der männlichen Energie jemand, der hier unkonditionierte Liebe hat. Das ist keine Liebe, die nur sagt, ich gebe, okay, damit ich nehme. Nein. Ich liebe, apprescindere, das ist mir egal, das spielt gar keine Rolle, ja, das ist unabhängig, wie sehr du mir die Liebe gibst. Ich gebe sie dir, ja, also ich bin hier verliebt, ich bin hier entschlossen,
Wie gesagt, entweder hat er hier eine Krise durchgemacht, er hat sich entfernt, weil er etwas, wie sagt man das, in Ordnung gebracht hat, oder tatsächlich, es war eine Krise bei euch zwei. So, ihr kommt von einer Krise raus. Okay, du hast hier Fische zu Fische, Pluto, du hast lauter Wasserelemente, Pluto darf nicht fehlen, der ist überall immer, zurzeit überall. Skorpion, also Schütze und Wassermann, falls dir etwas sagt, ja? Muss nicht immer sein, aber guck bitte auf deine Geburtskarte. Ich sage das immer wieder, schaut auf eure Geburtskarte, weil das ist wichtig, Leute. Was habt ihr? Was habt ihr für Sternzeichen? Wo sind diese? Wo sind diese? Wo ist diese? Wo sind die Häuser positioniert? Ja, das spielt nämlich immer eine große Rolle. Ja, achtet auch auf das, nicht nur auf euer Aszendent Mond und Venus oder nur Sonnensternzeichen. Es gibt welche, die sagen, ah, ich bin nur Fische zum Beispiel, ich bin nur Widder. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt auch andere Energien. Ihr seid nicht hundertprozentig dieser Sternzeichen. Ihr seid Lichtwesen. Ihr seid andere Energien, wir sind verbunden. Ja, das spielt alles eine große Rolle, ja? Okay, eine wunderschöne Legung, kann man hier sagen. Ja, ich weiß, vielleicht werden jetzt die einen oder die anderen nicht so einverstanden mit Versöhnung. Muss ja auch gar nicht sein. Kann ja einfach sein, diese Person kommt wieder auf dich zu, ist auf dein Lebens. Also, die Menschen kommen ja nicht zufälligerweise, sondern sie werden hergerufen. Das bedeutet vielleicht etwas, was ihr beredet solltet. Einfach reden, kommunizieren, etwas, einen Fehler sagen, den anderen sagen, was passiert ist, was man vielleicht bereut hat. Und das war's, ja? Und dann ist die Geschichte aus. Und du kannst hier dich konzentrieren auf das Neue, auf die neue Angelegenheit. Weil ich denke, hier könnte auch eine Person sein, die jetzt hier eine Reise beginnt. Wirklich eine Reise, tatsächlich. Hier auch etwas Neues starten will, berufliches, ein Angebot bekommt und hier Chita, also Stadt wechseln kann, Ort wechseln kann. Endlich fange ich von null an. Das machen ganz viele. Und nach solchen Liebessituationen, in denen man sich sehr viel geliebt hat, sehr große Liebe, sehr viele Gefühle waren, das ist klar, das ist nicht leicht, so eine Liebe zu vergessen, ja? Aber wie gesagt, hier, guck mal. Das ist eine wunderschöne Karte. Wenn sie rauskommt, dann hat das schon was zu bedeuten, ja? Die Frage ist, wer hat diese Gefühle, ja? Okay, das war hier deine Legung, liebe Fischelein. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen, ja? Ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja? Mach's gut. Ciao!